Hallo und herzlich willkommen bei Hooked Live. Wir machen heute weiter mit Sword of the Berserk, Guts Rage auf der Dreamcast. Vor zwei Wochen haben wir gestartet mit diesem Spiel. Letzte Woche haben wir dann eine Runde Virtua Fighter gespielt. Und jetzt soll es weitergehen mit Guts Abenteuer? Fragezeichen. Erzähle ich euch gleich noch ein bisschen was zu dem Start und warum wir hier gerade im Pausenscreen sind. Bekommt ihr gleich noch Details. Erstmal guten Morgen an alle hier im Chat. Guten Morgen, guten Tag. Guten Abend an alle, die das bei Time to 3 gerade schauen. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich freue mich sehr, dieses Spiel mit euch weiter und potenziell auch zu Ende zu spielen, weil laut How Long to Beat geht das ja nur 4 Stunden. Also vielleicht kriegen wir das heute auch fertig. Weiß ich nicht. Angeblich. Maybe. Mal gucken. Kommt auch ein bisschen drauf an, wie die Bossgegner oder generell die Kämpfe sich so anfühlen, die nächsten. Weil wir erinnern uns, beim letzten Mal haben wir zuletzt gegen Zod gekämpft. Diesen Stierdämon, Bullendämon. Und das hat ein bisschen gedauert, weil der nicht so leicht war. Da musste man sehr, eigentlich wollte ich gerade sagen, man musste vorsichtig sein, aber das stimmt nicht. Weil ich musste einfach nur spammen und Glück haben. Und wenn der Saturn im dritten Mond des Merkur stand, dann haben wir gewonnen. Und so war es dann auch. Und das hat einfach ein bisschen gedauert. Aber danach kam eine Cutscene, dann waren wir wieder im Kampf und dann waren wir genau in diesem Pausenscreen hier und ich habe Quit Game gedrückt und dann hat mich das Spiel gefragt, ob ich speichern möchte und ich habe gespeichert und dann war es das und dann, ich glaube, Lucky Tricks, du warst es, der auf Discord schon einen ominösen Satz gedroppt hat und ich habe dann auch nochmal das Spiel angeschmissen und dann tatsächlich festgestellt, ja, der Speicherstand ist zwar vorhanden, aber der Checkpoint ist exakt vor dem Kampf mit Zod. Also das, was wir letztes Mal geschafft haben am Ende, das war dann wieder weg. Und deswegen habe ich heute das Spiel vor dem Stream nochmal angeschmissen und nochmal ein paar Runden gegen Zod gekämpft. Und habe ihn dann auch tatsächlich relativ schnell wieder besiegt bekommen, Chat. War dann gar nicht mehr so ein großes Problem. Aber es hat trotzdem ein paar Versuche gebraucht. Deswegen sind wir jetzt genau an der Stelle, an der wir vorher auch waren. Aber da musste ich ein bisschen, ja, das war ein bisschen frustrierend zu merken, dass das Spiel so sagte, nee, danach ist kein Checkpoint. Das würde ja Sinn ergeben. Eigentlich müssen wir uns ja glücklich schätzen, dass der Checkpoint nicht noch einem Boss davor war. Weil davor haben wir gegen dieses riesige Mandragora-Vieh gekämpft. So, und Chat. Einer von euch fasst jetzt bitte in 3 Sätzen den Plot von Sword of the Berserk bis hierhin zusammen. Let's go, ihr habt 1 Minute Zeit. Das ist relevant für die Endnote. So, ich warte. Ich bin sehr gespannt. Ich habe Vertrauen in euch. Bisher sehe ich noch nicht viel. Aber ihr arbeitet sicherlich alle an euren Versionen. Deswegen ein bisschen Geduld ist auch gefragt. Bevor das nicht einer abgibt, spielen wir heute nicht weiter. Übrigens, beim letzten Mal haben wir ja Virtua Fighter gespielt. Und ich finde es immer ein bisschen schade. Da hat man mal wieder gemerkt, entweder es liegt an Virtua Fighter generell oder an Prügelspielen allgemein. Hat nicht so viele Leute von euch interessiert, wie jetzt zum Beispiel Berserk. Finde ich schade, Chat. Also alle, die jetzt hier zum Beispiel für Berserk eingeschaltet haben, die nicht für Virtua Fighter eingeschaltet haben, gebt euch einen Ruck und schaut oder am besten noch spielt mal eine Runde Virtua Fighter oder irgendein anderes Prügelspiel. Oh, there we go. Lucky Tricks. Stadt wird von Dämonenpflanzen heimgesucht, deren Herrscher ist bestimmt nicht böse. Guts hilft bei der Suche nach einem Herz dieser Pflanzen, weil der nicht böse Herrscher ihm verspricht, Kaska damit zu heilen und dann kam Zod. Das ist sehr akkurat. Tim, sensibler Mann mit riesigem Schwert, sucht teuflische Begleiter für gemeinsames Abstechen. Aaron, Ballsack, böse Mandragora-Herz besorgen, Kiaska in Gefahr, Zod verkloppt. Das finde ich sehr schön. Also, all diese 3 Versionen sind zum einen korrekt und zum anderen geben sie mir sehr viel. Dopsy, kannst du bitte die Patreon- und Steady-Sachen auch von Lucky Tricks, Tim und Aaron posten? Die haben sich's gerade verdient. Dankeschön. Also, da haben wir's ja. Im Wesentlichen habt ihr da alles erfahren. Wir hatten den Baron oder ich weiß gar nicht genau, was sein Stand war, den
Balzac, Balzac wird er halt die ganze Zeit ausgesprochen. Es ist einfach lustig, es tut mir leid. Und haben Rita kennengelernt, die zusammen mit einem vom Mandragora heimgesuchten Mann eine Stadt bereiste. Und der wurde dann so gesteinigt und platt gemacht. Und der Guts musste den dann platt machen. Balzac hat das mitbekommen, also dieser Herrscher von denen. Und hat Guts gesagt, komm mal mit, ich suche hier in meinem Kerker, wo ganz viele von Mandragora befallene Leute sind, nach einer Heilung für die Mandragora und ich kann auch eine Heilung für deine Kiaska holen, wenn du mir das Herz von den Mandragora bringst und mir hilfst hier bei der Sache. Und da war schon sehr klar, dass der böse ist, weil das war jetzt nicht so weit hergeholt. Und dann sind wir halt auf die Reise gegangen und zuletzt haben wir so ein Baumwesen bekämpft. Und da war diese eine Nonne. Was ist denn zuletzt mit der passiert, Chat? Weil die war ja, die hat ja mit den Mandragora so ein bisschen kommuniziert. Da ging es ja so ein bisschen darum, dass die halt nicht, die werden ja auch nur aggressiv, wenn sie selbst bedroht werden und angegriffen werden. Und da war wieder dieses, diese Grauzone. Während dann die Leute vom Balzac kamen und das ganze Dorf voller Mandragora-Leute, die da eigentlich friedlich gelebt haben, angegriffen haben. Und dann kam noch Zod zwischendrin, was voll random ist, weil Zod zwischendrin auch Kaska befreit hat. Also ja, ansonsten bezieht euch einfach auf die Zusammenfassung von Lucky Tricks, Aaron und Tim. Da haben wir es nämlich eigentlich schon. Wir machen jetzt weiter. Es geht weiter mit Sword of the Berserk, Guts Rage. Und hier könnt ihr mir direkt sagen, wie das mit dem Ton aussieht. Weil ich glaube, es könnte jetzt noch ein bisschen zu laut sein, oder? Oder ist das zu laut? Ich glaube schon. Ja, laut. Wartet. Irgendwie ist das Spiel auch lauter als andere Spiele. So. Oh Gott. Aber bei Zod habe ich auch wieder festgestellt, wie wunderbar dieses Spiel sich spielt. Mit wunderbar meine ich clunky. Clunky AF. Das Schöne war ja auch, Guts hat ja dann wirklich mitbekommen, dass Balzac so böse ist und dass er nichts Gutes im Schilde führt. Und er hat dann aber gesagt, ich helfe ihm jetzt aber trotzdem, weil er sagt ja, er heilt Kaska. Und dass er ihm das immer noch glaubt, finde ich verrückt. Ich meine, es soll sicherlich auch seine Verzweiflung darstellen, ne? Er will das halt um jeden Preis und das verstehe ich auch, aber es wirkt so naiv. So, geht's jetzt mit dem Tonchat? Blutig das Spiel ist, ne? Nicht unbedingt ein Samstagmorgen-Cartoon, den wir hier spielen. Ja, Tim, aber Guts ist ja nicht dumm. Irgendwie ist diese Laufanimation komisch. Ich mag aber das Cape. So. Oh. Wie wir hier direkt mit ganz viel Gameplay starten, Chat. Wie ungewohnt. Oh, ich wollte eigentlich mal die Arm-Cannon benutzen. Bam. Und wir haben beim letzten Mal ja auch festgestellt, dass es irgendwie sehr viele Gegnertypen gibt in dem Spiel. Oh mein Gott, die mich übrigens auch gerade ganz schön platt machen. Ich habe jetzt mal geheilt. Oben rechts seht ihr zur Erinnerung meine Ressourcen. Das blaue links ist die Heilung, davon habe ich jetzt keine mehr. Das oben ist Munition für die Armkanone, davon habe ich auch keine mehr. Die macht aber sehr viel Schaden. Und das rechts sind diese kleinen Bomben, die man kaum sieht, wenn ich sie schmeiße. Die aber Gegner kurz stunnen und auch ein bisschen Schaden machen. There we go. Kann ja wieder ein bisschen lauter machen für die Cutscenes. Oh. Von wegen Cutscene. Ach, jetzt hat er wieder sein Schwert eingesteckt. Nein. Das ist so doof. Ah. Vielleicht hat er sein Schwert eingesteckt, weil wir hier einfach wieder in einem engen Gang kämpfen müssen, wo man überall gegenklonkt.
Waren wir hier nicht schon mal? Wir kämpfen uns doch gerade einfach zurück, oder? Dass sein Auge so rot leuchtet. Raimund Niklas, Dankeschön fürs Abo. Das ist sehr lieb. Wo muss ich hin? Habe ich einfach noch jemanden vergessen? Muss ich einfach nur alle Monster platt machen? Nee. Hä? Ich höre doch noch ein Monster. Ihr hört es doch auch, oder? Ach nee, ich soll hier durch, ne? Ich kann das kaputt machen. Ja. Dumm. Item get! I! Die springen mir auf den Kopf. Erstmal so ein bisschen. Hier kann ich besser kämpfen. Naja, auch nicht so richtig, aber. Ach, das ist so dumm. Vielleicht sollte man da wirklich das Schwert einpacken. Oh, wow. Oh, das könnte schwierig werden. Ich meine, ich könnte auch blocken, Chat, aber in meiner Erfahrung, auch gegen Zott und so, hat das bisher nicht so viel gebracht. What? Der kam von offscreen. Einfach so auf mich zugejumpt. Ach, shit. Na gut. Diese Kämpfe machen wir nochmal. Kann ich eigentlich auch einfach dran vorbei? Muss doch gehen, oder? Oh. Dass dieses Dodgen einen davor auch nicht bewahrt. Ist ein bisschen verrückt. Okay, ich glaube, an dem Punkt muss ich sie einfach wirklich besiegen? Nee. Okay. Das könnte ein Problem werden. Oh, der hat mich von da oben einfach runtergeschmissen. Ja, hier sagt er jetzt, nee, hier geht's nicht weiter. Schön, wie wir ja jetzt im Feuer schmoren. Ja, also hier ist wahrscheinlich das Ende, wenn ich die Gegner platt gemacht habe. Ich finde es ja eigentlich ganz lustig, auch mal mit Faust zu kämpfen, aber es macht halt gefühlt gar keinen Schaden. Aber er hat einen extra Move, wenn er das Schwert zieht. Das mag ich sehr. Ach, hier ist ja auch ein Dings. Ach, guck mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist nicht euer Ernst. Ah, okay. We did it. Ah, nein. Fuck. Ich habe gerade das Spiel lauter gemacht. Oh, es geht aber einfach weiter. Das war gemein, Chat. Ich wollte das Spiel lauter machen für euch. Und währenddessen hat sie sich gedacht, nee, hier, komm. Kann man sich echt dazu entscheiden, das Spiel nicht zu spielen? Und hier so, weil ich kriege ja auch keine EP oder so. Ich habe ja nicht wirklich viele Gründe, gegen die Monster zu kämpfen. Außer weil das halt das Spiel ist. Oh, Item Get. Ja, let's go. Ist das blöd. Das ist ja wirklich Speedrun. Oh, guck mal. Hey, das sind einfach Gegner aus Quake. Und, wie hieß es? Dusk? Komm ich hier hoch? Excuse me. Hier ist ein unsichtbarer Wand? Nee. Einfach weggeblastet. Wir können mir nicht im Weg stehen. Ich muss hier gerade an ein Level aus Demon's Souls denken. Oh mein Gott.
habe da gerade einfach diverse Bomben hingeschmissen. Oh man. Ja, ja. Macht mal. Also so kommen wir heute auf jeden Fall durch, Chat. Auweia. Okay, das sieht ja jetzt nach Arena aus, oder? Hier müssen wir jetzt. Obwohl, hier geht's lang. Entschuldigung. Nee, okay, da muss ich jetzt durch. Also da kann ich nicht... Nee. Nein. Oh Gott, zieh bitte dein Schwert. Aber der Slide Move macht zumindest bei so kleinen Monstern auch ein bisschen Schaden scheinbar. Sie einfach sagen, ja, und hier sind dann 10 Gegner auf einmal. Ah, lass mich hier raus. Da bin ich gerade gegen die Wand geklonkt. Ach nee, ich klonke gegen die. Oh. Berserk-Modus hilft viel. Stillt den Blutdurst ein wenig. So, lieber Chat, falls ihr gerade erst eingeschaltet habt, wir spielen Sword of the Berserk. Wir sind tatsächlich schon in der zweiten Hälfte des Spiels. Für Fragen zum Plot, wendet euch an Lucky Tricks. Lucky Tricks ist Sword of the Berserk Experte. Ah! Was ist das annoying? Okay. Ich halte meine Hand am Controller noch, wegen Quicktime. Ich staune ehrlich gesagt, dass wir so wenig Cutscene bisher haben. Guck mal, geht direkt weiter. Meine Güte. Direkt gestorben. Ich hoffe, das war auch ein Checkpoint. Oh, ja. Aber dann können wir uns doch bestimmt wieder durchsliden. Vor allem die Slide-Taste ist auch die Blockentaste, Chat. Deswegen blocke ich hier manchmal versehentlich. Oh mein Gott. Versehentlich wohlgemerkt. Wow, das sieht nicht aus, als ob man da hoch könnte. Was zum... Ja, lass mich mal an dir vorbei. Oh, fuck. Okay, nee, das... Da muss ich... Da hätte ich mal heilen sollen. Bräuchten wir den Berserk-Modus. Wir springen einfach an allen vorbei. Oh, ich bin sogar über ihn rüber. Ja, ihr seid ganz toll. Also ein bisschen lustig ist das schon. Weil ich bekomme doch... Also ich übersehe doch auch nichts, oder? Ich bekomme doch nichts von den Kämpfen. Ist ja nicht so, dass mir jetzt EP fehlen. Oh, okay. Hier scheint wieder ein Fall zu sein von... Nee, die besiegst du jetzt auch. Manchmal sagt das Spiel so, nee, nee. Hier wird sie nicht vorbeigeschummelt. Aber ist es wirklich Schummeln, Chat? Oder ist es einfach Taktik? Ah. Die geht mir auf den Geist. Diese Mini-Gegner mit ihren kleinen Interrupt-Manövern. Gleich haben wir wieder Berserk-Modus. Kleine Erinnerung, ich habe keine Kontrolle darüber. Die rote Leiste füllt sich einfach mitten im Laufe des Kampfes. Und dann geht sie an. Und danach ist die, bin ich quasi unverwundbar, aber wenn ich Schaden nehme, dann geht die Berserk-Leiste auch runter. Sie verschwindet aber auch mit der Zeit, wie ihr gerade seht.
Und ich kann nicht mehr an Wänden abprallen, was, glaube ich, das nützlichste Feature davon ist. Jetzt kommen hier noch die Großen, ey. Gegen die brauche ich das auch fast. Mit ihrem komischen Wirbelmanöver. Oh Gott, die ganzen Pfeile! Hör doch mal auf jetzt! Oh, danke Kamera. Das ist eine wunderbare Position. Ja, nee, ich muss auch die Gegner nicht sehen. Nee. Dann hauen die auch noch ab. Wisst ihr, das Problem ist, Guts hat halt einfach nicht so viel Poise. Ich würde dem gerne mal Havels Rüstung anziehen, dann wäre das ganze Spiel hier gar kein Problem mehr. Ich glaube, dann können wir zwar nicht mehr sliden, aber... Alter! Ich nehme mal vorsichtshalber die Heilung. Oh, nochmal Berserk-Modus. So. Wo sind sie? Hier war doch noch einer. Na? Doch nicht? Ach doch, guck mal da. Ach, hätte ich hier lang gesollt? Oh. Oh. Jetzt hau doch nicht ab. Wie die Goblins bei Diablo, ey. Ist er jetzt tot? Nee. Jetzt ist er tot. Also ist das hier gar nicht der Gang, wo es weitergeht? Nee. Weil die Kamera da auch so ein bisschen hingezoomt ist. Ach, Chat. Da hätten wir ja doch hier lang gekonnt. Oh mein Gott. Ja, nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Och, geh weg. Tschüss. Mist, geht nicht. Aber sie passen hier nicht rein, Chat. Oh, guck mal. Ah, ah, doch, sie passen hier rein. Hilfe! Aber den einen hat es tatsächlich zerfetzt mit der Bombe. Oh nein. Oh mein Gott, wie wir fast noch gestorben wären wegen dem Typen. There we go. Ist ja richtig anstrengend. Und dann auch wieder nicht. Who is she? Balzac's daughter. We saw her before. Balzac's? Balzac's. Anime time. Well, we can't just leave her here. Agreed. Come with us. Das kenne ich, Nobunaga, habe ich auch gern gespielt. Ist ja wahrscheinlich auch das beste Berserk-Spiel. Also nach Sword of the Berserk natürlich. Nein, nein. Ich muss immer einmal leiser machen für die Spielsequenzen. Und dann, Slide of the Berserk geht weiter. Devil May Cry, eat your heart out. Das ist ja eine Sackgasse. Nee. Och, dass er wieder sein... Ich gewöhne mich halt auch nicht dran, dass er sein Schwert einsteckt. Ich muss aber sagen, also ich stelle erneut fest, ne, auch mit dem Blutfontänen und so ein bisschen auch diesem sehr crunchigen Sound. Ach, okay. Jetzt hat er wieder sein Schwert. Was ich sagen wollte, das Spiel ist sehr nah dran, ein sich gut anfühlendes Kampfsystem zu haben. Und wenn ich nicht die ganze Zeit so zurückgestoßen werde von irgendwelchen Mini-Attacken, die ich kaum sehe, dann macht das auch Spaß zwischendrin. Aber jetzt zum Beispiel, also ich sehe original nicht, worauf ich schlage.
Töten wir hier eigentlich gerade Kinder, Chat? Mutierte Kinder? Passiert das gerade? Devil May Cry hat keinen Dodge-Button, so lucky. Das PS2-Spiel würde ich auch gerne nochmal spielen. Das kriegen wir sicher auch mal zum Laufen. Och, nee. Geht mir weg. Gut, dass ich Bomben habe. Das ist gerade nicht die beste Arena. Hier eine Bombe. Es sieht so janky aus. Falls ihr ein aktuelles Spiel übrigens von diesem Entwickler spielen wollt, Earth Defense Force World Brothers. Boah. Da hat Robin in einem der letzten Podcasts drüber geredet und das hat ihm ja auch sogar richtig gefallen. Das kommt auch von Yuke's. Ich finde ja schön, dass es die heute noch gibt. Deren Spielehistorie ist nur so weird. Nächstes Format-Chat. From Yuke's to EDF. Die Spielehistorie von Yuke's. 10 Folgen davon werden halt verschiedene WWF-Spiele, aber ist ja egal. Oh, danke für den Link, Dobsi. Das ist sehr lieb. Guck mal, was die für Angriffe machen. Guck mal, ich habe mich schon wieder vom Spiel breitschlagen lassen, tatsächlich zu kämpfen. Aber ich glaube, wir müssen auch. Item get! Apropos Item get. Robin und ich haben gestern eine neue Folge Item get aufgenommen. Dauert noch ein bisschen, bis die kommt, weil ich wahrscheinlich erst nächste Woche zum Schnitt komme. Aber da geht's dann endlich mal weiter mit, weil wir hatten wirklich Pakete, die lagen schon ein halbes Jahr. Weil wir ja jetzt nicht so die Gelegenheit hatten im Studio. Und jetzt könnt ihr uns auch wieder normale Sachen schicken, falls da mal Bedarf besteht. Und Feedback-Podcast ist auch aufgenommen, Chat. Der kommt am Samstag, wenn alles gut geht. Und nachher haben wir auch noch einen Aufnahmetermin. Da nehmen wir nämlich neue Folgen Never Dead auf. Oh, kann ich das kaputt machen? Nee. Lame. Chat, was ist denn das gerade? Wir haben original in der ersten Spielhälfte zu gefühlt 80%, wenn nicht sogar mehr, nur Anime geguckt. Und jetzt kämpfen wir nur. Wie das Spiel sich hier dann einfach sagt, nö, jetzt, also hier kommt das Gameplay. Alles an einer Stelle. Aber hier lassen sie uns auch nicht mehr skippen, also hier sind sie dann schlau geworden. Schaut Never Dead by Time to 3, ja, danke Dobsi. Definitiv eine Empfehlung. Eine der Spielegrößen unserer Zeit. War jetzt hier noch einer oder geht's jetzt weiter? Ah, ja. Was macht der da? Ah! Ja, nice. Die Armkanone ist schon cool. Eigentlich müsste ich auch mal wieder Berserk and the Band of the Hawk spielen. Da komme ich gerade sehr Lust drauf. Aber ich weiß, dass auch das Spiel dann irgendwo, also da kam auch die Ermüdungserscheinung. Ich habe das auch nicht durchgespielt. Ich könnte ja einfach meinen alten Save weiterspielen. Weil das war dann doch basic. Oh. Das ist ja richtiges Horrorelement hier. Oder? Wie gerade das Ding aufgegangen ist? Wie ich gerade durch die durchgeschlagen habe. Das habe ich vorhin übrigens bei Zod auch gemerkt an manchen Stellen. Da gingen meine Attacken durch ihn durch, weil er gerade in irgendeiner Animationsstufe war, in der man ihn nicht verletzen konnte.
Oh mein Gott, wir haben halt kein Leben mehr und auch nichts zum Regenerieren. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Hä? Hallo? Das hier sieht doch aus wie so eine... Ach nee, hier ist eine Treppe. Oh mein Gott. Hab ich nicht gesehen. Never Dead muss beendet werden. Ja, ob es so weit kommt, weiß ich nicht. Das sieht sehr verdächtig aus hier. Der steht doch vor was. Item get. Yes. Nutzen wir gleich mal. Oh, wird das jetzt hier eine Falle? Nee. Hä? Attack! Yes. Die Gesichter von denen sind aber auch super. Immer wenn ich denke, so jetzt ist Cutscene-Time. Nope. Hat sein Schwert in der Hand behalten, ist das nicht Fortschritt? Oh mein Gott. Es ist sehr schön, wie sie versuchen wegzulaufen, aber hier haben sie halt nicht so viel Platz. Die wirken so kopflos. Das ist so ein Scheiß. Diese Wandmechanik ist der größte Mist. Wir machen das die jetzt einfach mit unseren eigenen Fernkampfwaffen platt. Das klonkt aber nur an ihm ab. Komm mal her. Hier, Bombe. Eigentlich blocke ich gerade. Das ist ja eine spaßige Mechanik. Einfach immer diese Wirbelattacke. We'll settle this once and for all. Once and Get for him. All. Ach man. Get him, boys. Wir haben kein Leben und wir haben auch keine Heil-Items. Generell keine Items. Oh. Ja, ist das ein Scheiß. Come on. Die müssen wir jetzt alle in dieser Berserk-Phase auch tot bekommen. Oh, wie die da einfach spawnen, ne? Ist einfach gerade erschienen, der Typ. Ach, hier ist ja auch der kleine Dude. Oh mein Gott, sind das gerade viele. Ja, gleich sind wir tot. Ja, und dann spawnen sie einen von denen. Ah, ist das gemein. Nächster Versuch. Ich frag mich, sollen wir uns hier auf den Kleinen konzentrieren? Weil der ist ja der eigentliche... Der eigentliche Gegner hier. Boah. Gott, diese Gegner sind wirklich super nervig. Nein. Ah, jetzt hat er das in die falsche Richtung gemacht. Das Spiel ist schon manchmal hart nervig. Bleib hier. Ich meine, er hat auch gar keine Lebensleiste. Ich glaube, er ist tot. Ja. Okay, ich dachte, das würde vielleicht den Kampf abkürzen. Nope. Nee, Nobunaga, Rift Apart konnten wir noch nicht spielen.
Haben wir aber vor. Wobei, momentan ist echt schwierig, Chat. Also, ich befinde mich gerade auch in der prekären Situation als Prügelspiel-Fan. Weil ich habe gerade immer noch sehr viel Spaß an Virtua Fighter. Gestern Abend erst wieder mit Lao Chan ein paar Ranked-Matches gemacht. Und es lief ganz gut. Und bin da eigentlich sehr drin. Und habe jetzt aber auch die Möglichkeit, Guilty Gear Strive zu spielen, was mir in der Beta auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und zwei Prügelspiele gleichzeitig spielen ist, also als ich Guilty Gear angeschmissen habe, war ich kurz sehr verwirrt, weil ich halt so drin war in der Art und Weise, wie sich Virtua Fighter gerade spielt. Auch mit dediziertem Blockbutton und alles. Das ist ein ganz schönes Umdenken. Oh mein Gott, wie viele Gegner kriegen wir noch? Aber ich möchte hier halt beide spielen und dann kommt noch Final Fantasy VII Integrate jetzt auch raus. Dann ist noch E3. Und irgendwas kam noch neben Ratchet & Clank. Irgendwas kam noch, was mich interessiert. Ach, Alex Kidd in Miracle World DX natürlich. Hätte ich fast David traurig gemacht. Clear! New Stage reached! Here we go. There he is. You came back. What is she doing here? Liebe seine Stimme. Damn you! What have you done with Casca? This is business. You can't make a deal with empty hands. But you're too late anyway, fool. I can't give you what you want, or get what I want. Komischer Take. Just tell me one thing. They used to call you enlightened. What made you change? When I was young, I fought to protect my people. And to protect my sickly, weakened wife. I didn't hesitate to risk my life or to spill others' blood on the ground. Deal mit einem Dämon gemacht? I was young. I had people to protect, a land to rule, and someone to love. I feared nothing. I thought I could go on bearing every burden. But little by little, like snow piling up on top of me, I was engulfed in burden. Piled up? Oh, cruel time. Time? You're young. Alte Gier. You don't understand the strain. Unending battles. A turbulent land. Impoverished subjects. Wife who will never recover. It all just got heavier and heavier. Sorrow without end. Expectation turned to frustration. Love turned to obligation. Everything I valued was blanketed by fatigue. The only thing holding me up through it all was my attachment to the blood I'd spilled. To spill the blood of men, that was the only thing that excited me. Blood smeared everywhere, bathing in its warmth. Spilling endless blood, that is all I wanted. But now, that joy seems to be at an end. But what about her? What will happen to her? She's your daughter. Isn't she enough? Can't she be your reason for living? She is not my daughter. She is Annette. My wife. What? She has no idea what's happening. The twist. She doesn't know who I am. Er ist quasi der Spiegel für Guts.
each day. Das könnte aus dir werden. I give her the drug extracted from the Mandragora heart. The drug that cures all ills. It cured her every disease, it's true. But that's not the only thing it took away. It took all her memories, her passion, and even the time she spent walking with me is gone. Oh. But what do you mean? Most likely, she will continue forever to spend her days as a giggling child, oblivious. While I am doomed to remember everything. Oh, it's just like Gods in Casca. No. As I was saying. You two aren't like that, are you? The path I walk may be stained with blood, but I shall walk it until the end. What? Oh. Transformation. Oh, 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 oh. Okay, wir kriegen keine Transformationsszene. Ich muss kurz ein bisschen leiser machen. Also es ist schon sehr berserk. Ja, Stability is for the weak. Es ist sehr anfangs berserk. Obwohl das ja schon relativ weit fortgeschritten ist. Sie sind ja schon auf dem Weg nach Elfheim. Aber ja, es ist halt, er kriegt natürlich die Vergangenheit. Das ist ganz oft so, dass die Berserk-Bösewichte oft so richtig, richtig krasse Fieslinge sind, die krankeste Scheiße machen und dann aber irgendeine Art von Hintergrundgeschichte haben, die sie zumindest dahin bringt. Und die ist mal mehr und mal weniger gut nachvollziehbar. Es ist schon gut, dass es immer mehr ist als einfach nur, okay, das ist jetzt ein Comic-Bösewicht-Abziehbild. Aber in dem Fall mag ich zwar so ein bisschen den Versuch, etwas zu machen, so von wegen, okay, hier, guck mal, Guts, das könnte aus dir werden, wenn du dich so der Trauer hingibst und dem Blutdurst hingibst. Aber ja, es könnte deutlich besser sein. Wie sieht er denn jetzt aus? Man kann leider aus einer Combo heraus nicht blocken. Ich mag aber sehr, dass er seine Hose immer noch anhat. Und hat er da einfach auch so ein Mandragora-Ding? Oder was ist das? Hat auf jeden Fall ein paar coole Moves drauf. Durch die Hose wirkt er gerade sehr wie ein Zirkusartist. Oh! Warum können mich die Bosse hier alle aufspießen? Was auch immer er da macht, so richtig effektiv ist es nicht. Let's go! Doch Damage, ne? Ja, man hat leider den Nachteil, wenn man so aus der... Wenn man ohne Checkpoint hier startet, dann habe ich halt immer die Items, die ich gerade habe. Und ihr habt ja gesehen, das war nicht viel. Also, schade, dass sie einem da nicht einfach für den Boss auch immer die zwei Heil-Items und den Kram geben. Dann kann halt sein, dass das wieder so ein knappes Ding wird. You're so soft, hat er gesagt. Bam. First try. Aber war das auch seine Final Form?
Natsu, Kasuga's this way. Rita, quick! Coming. Oh. Belit. That's bad. What now? Oh. Fruit? Yikes. We don't have time for weeding. Quick, let's go. Ah. Okay, wartet kurz. Ich mache ein bisschen leiser. Weil diese Soundeffekte sind doch sehr, sehr laut. Ah. Ah, ich häng fest. Jetzt hier einfach eine Runde. Was war das denn? Jetzt einfach eine Runde Crash Bandicoot spielen. Wieder fest. Ah. Ah. Ja, okay, ich darf nicht in diese Dinger rein. Das ergibt schon Sinn. Oh Gott, Chat, das kann richtig schlimm werden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich sehe halt nicht, was vor mir kommt. Ach. Nein. Ach. Wie viel denn noch? Ja, Lakiti, das mit der Ecke bringt mir aber nichts. Aber gut, dass du es sagst. So. Warum kann da nicht ein Checkpoint sein? Nein. Ah! Dass ich da noch das scheiß Ding berührt habe. Oh mein Gott, wo ist jetzt der Checkpoint? Oh, Chat. Oh, Chat, ich ahne Böses. Dass er mich dann ins Menü schmeißt. Das ist so eine unnötige Mechanik. Wir sind ein Videospiel, wir brauchen Checkpoints und Leben. Ja. Continue. Oh, ich hab Angst. Bitte sei einfach an der Stelle. Ach, natürlich. Naja, sehen wir den halt nochmal, Chat. Yusuzov. Aua. Ey, ich wollte meine Armkanone machen. Kamera.
Also der Kampf war nicht übertrieben schwer beim ersten Mal, aber ich habe irgendwie Angst, dass wir nur Glück hatten. Come on. Nee, weg von der Wand. Ich will Berserk-Modus gleich angehen. Brooklyn Rage! Ach, fuck. Oh, jetzt macht er das nochmal. Das kostet immer so viel von der Leiste. Jetzt macht er nur noch das. Wie das auch, das hat, glaube ich, gar keine Vorlauf-Animation, oder ist das, wenn er seine Lanze hochhält? Ansonsten sieht das aus, als wäre das gar nicht Telegraph. Ach, shit. Ist er das auch nicht automatisch zielt? Aber eigentlich noch in den Berserk-Modus kommen, bevor es jetzt zu Ende ist. Ja, genau. Nee, dann haben wir ihn auch. So. Und jetzt weiter mit Crash Bandicoot. Zehn Versuche werden ja wohl reichen. Hätte ich aber auch nicht mitgerechnet, dass wir hier so eine Passage noch bekommen. Uncharted, eat your heart out. Es ist halt manchmal wirklich schwer abzuschätzen, was so die Hitboxen sind von den Dingern. Muss aber sagen, es ist gnädig, dass da die Säule nicht sofort kommt. Das hat mich gerade... Oh, no. Ja. Fuck. Das kriegen wir noch hin, Chat. Diese ersten beiden Phasen, die haben wir drin. Nein, ich wollte weiter nach links. Das war weird. Ich hab da kurz überlebt. War auch zu einfach, Chat. Wir haben am Anfang so viel von den Kämpfen skippen können. Hier dachten sie sich, wenn du so gerne läufst, und so gerne davonläufst, kriegst du halt hier eine ganze Spielpassage davon. Viel Spaß. Was kommt davon, wenn man unsere Kämpfe skippen will? Oh Gott. Kann es das jetzt bitte gewesen sein? Jetzt geht's noch nach vorn? Nee. Oh mein Gott. Ich glaube, wir haben's. Please, no. Ach du Scheiße. Oh. Chat,
Chat opfern, Lucky Tricks? Oh mein Gott. So. Oh mein Gott. Das ist ja mega cool. Okay, kann ich das blocken? Was für eine geile Attacke ist das denn? Okay, nee, ich kann es nicht blocken. Wie genau ich das dem ausweichen soll, weiß ich aber auch nicht so ganz. Also hier ist ein bisschen das Problem, mal dazu zu kommen, Damage zu machen. Au. Soll ich das einfach blocken? Da bin ich gerade eigentlich gedodged. Ich habe das Gefühl, ich stoße an ihm ab an der Seite. Oh, selbst das hat mich jetzt zum Fallen gebracht. Ja, gibt's so einen Klonk. Mach halt gar keinen Damage. Nee, das mit dem Blocken ist wirklich... Eieieiei. Ob es da wohl einen Checkpoint gab? Oh mein Gott, Tim. Weh, ich muss hier... Was macht er denn jetzt? Dieser Blick ist aber wirklich hervorragend. Also ich bin ein bisschen verdutzt, wie wir hier so richtig zum Schaden machen kommen sollen. Aber wenn er jetzt hier unten wäre und das die ganze Zeit macht, wäre das das eine. Ich muss aber sagen, ich mag diesen Effekt sehr. Die Animationen sind halt alle, wie auch sein Gesicht manchmal zittert. Ja, das wird nix. Oh no. Okay, die kann ich aber blocken. Oh, den wahrscheinlich nicht, ja. Nein. Wir haben ihn aber recht weit runter bekommen, Chat. Guck mal. Zitter, zitter, zitter. Oh no. Und das hier kann man tatsächlich blocken. Das ist sehr unintuitiv. Ich weiß aber nie so richtig, wann macht er jetzt... Wann macht er das und wann kommt er so runter, weißt du, Chat? Dafür hätte ich gerne noch eine bessere Verteidigungsmöglichkeit. Weil das Blocken macht, bringt da halt tatsächlich gar nichts. Jetzt kommt wieder der Move, genau. Kann ich denn so im letzten Moment dann dodgen? Nee, es macht trotzdem Damage. Wir haben halt keine Invincibility Frames, das ist so ein Blödsinn. Und dann von der Seite klonk ich dann manchmal gegen ihn gegen. Ja, dieses Klonk, seht ihr? Wenn ich da von der Seite angreife, dann hat er Armor. Jetzt kommt wieder das. Blocken wir wieder. Jetzt wieder ausweichen.
reinspringen. Jetzt kommt wieder das. Zumindest eine Methode, Chat. Da habe ich schon schlechtere Bossgegner gesehen. Ah! Knappe Ding. Oh, jetzt geht der Scheiß los. Da hätte ich fast nicht aufs Leben geachtet, Chat. Oh, der hat gesessen. Oh, shit. Da kannst du ja richtig nehmen. Jetzt geht der Scheiß wieder los. Oh, der große Ball. Ah, nee. Ich dachte kurz, er macht seinen Arena-Move. Ist das der Arena-Move? Nee. Den macht er jetzt einmal nicht mehr von oben, wa? Berserk! Ja, es wurde gerade trotzdem krass reduziert. Oh shit! Das wird ein knappes Ding, Leute. Was war das denn? Jetzt macht er das doch wieder von da. So richtig sehe ich durch das Moveset dann doch nicht durch, zumindest nicht so sehr, wie ich dachte. Oh mein Gott. Come on, come on, come on. Oh shit. Ah! I! Oh mein Gott. War das knapp. We did it. Das war ja fast wie in einem Cartoon. Flip. Casca, Casca, hang in there, my love. Casca, we have achieved nothing here. Gatsu. Wir setzen unsere Reise fort, Gatsu, ohne dass sich etwas geändert hat. You know who I am. Gatsu. Oh. My dear, I was dreaming. A really bad dream. What? Casca. Good. Casca. Casca. Das ist so ein kurzer, wacher Moment jetzt gewesen, oder was? Casca. Ja. Das ist ja witzig. Krass, dass sie das hier im Spiel gemacht haben. It makes sane people crazy, but crazy people sane. Poor Gatsu, so close. Oh, oh. Fate. Balzac ist hier noch irgendwo. Oder es kommt wieder random Zod. It's finally time for this body to sink into the blood.
Oh, oh. It's so laughable, dear. Oh, oh. Yes, it is, isn't it? It's bad. Oh, cool. Die Augen gerade. Das Spiel hat ja richtig coole Momente. Holy shit. Die Godhand. Oh mein Gott. Jesus. What the fuck? Was ist das denn? What the? Someone's sacrifice. Animal. You sacrifice her. Boah, auch der Blick. Holy shit, was zum Teufel? Oh, ich dachte, das Baby gerade wäre schon verrückt. Und jetzt kommt noch so ein freaking Godhand-Opfer. Holy shit. Ah, ich werde eingesaugt. Oh mein Gott. Was ist das denn für eine Teufelschimäre? Ich mache ja gar keinen Damage. Ach, ich kann nur. Ich kann wahrscheinlich nur an ihm vorne Damage machen, wa? Ja, ich mache nur an ihm Damage. Alter, das mit den A, das ist ja mega creepy. Ah, Hilfe. Nein. Okay, an ihm mache ich dann auch tatsächlich ein bisschen Damage. Aua. Alter, das Design. Ich komm nicht drauf klar. Gott, come on. Bleib mal unten hier. Jetzt bin ich komplett auf der anderen Seite. Ah! Also das größte Problem ist hier wirklich einfach ranzukommen an ihn, weil ich bin hier ja scheinbar gerade am Rand der Arena. Oh, hier mache ich aber Damage. Holy shit. Let's go. Keine Chance. Holy shit. So, was ist das jetzt? Everything seems to have quieted down, eh? Not exactly. Get out of town, you monster! We don't want any Mandragorans like you around here! Second, we achieved nothing. Wait! I'm not a Mandragoran! He's a liar. It's true. Vicious and cruel. That's what humans are. Auf zum nächsten Abenteuer. So, this is where we bid farewell. Rita, are you okay by yourself? You've got to be kidding. I've always been on my own. Don't worry, my little friend. I'm a big girl.
Jetzt möchte ich ein Sequel hiervon, Chad. Go where the wind takes you. I wonder if I'll find something someday. Something worth shedding blood over. Take care of yourselves. Sword of the Berserk 2 und wir treffen eine erwachsene Rita. I'll remember you all. Let's go, Yuke. Forever and ever. Forever. Ah, you're a cold fish, as usual. Won't you ever say anything nice for a change? Oh, you got enough mouth for both of us, Clark. You're always a grump. Ja, also. Erinnert haben sie sich ja wirklich nicht an sie. Thank you. Wo war eigentlich der Behelit her, Chat? Oh, die Musik. Ich hab wieder vergessen, wo die Behelit her ist. Oh. We did it! Genießen ein bisschen die Musik, Chat. Ja, Lucky, aber haben wir irgendwie erfahren, woher Rita den Behelit hatte? Also hatte sie ihn irgendwie von Balzac oder was? Ich erinnere mich einfach nicht mehr dran. Klar schauen wir die Credits bis zum Schluss. Inzwischen sehr melancholisch, diese Musik. Schon. Ach, die Nonne. Die Nonne im Mandragora-Dorf hatte den. Okay, Lucky. Right. Und der eine Junge. Ja, stimmt. Es gab ja den Jungen, der da der Ursprung war bei den Mandragoras. Nobunaga, da kommen wir sehr schnell in krasses Spoiler-Territorium, deswegen würde ich das einfach gar nicht beantworten und auch den Chat bitten, es nicht zu beantworten. Weil auch mir fehlt ja zum Beispiel noch ein Band und so, das lassen wir einfach mal sein. Also bitte nicht über den aktuellen Stand des Mangas reden. Die offizielle Antwort ist also vielleicht. Es ist sehr schön, die IMDb-Page von Yoshio Togiya zu sehen, wo halt so Sachen wie Berserk hier drin sind, aber auch Rumble Roses, Fujin Ryoki, Iritsafu, EOE, Eve of Extinction, das wir glaube ich sogar mal bei Time Trial gespielt haben. Und dann halt WWE. Ja, er ist wirklich der Director von diesem Spiel, ist Senior Art Director von allen WWEs bis WWE 2K19. Was ein Werdegang. So, was kommt jetzt noch?
Oh, Sequel Tease. Lebt seine Frau noch? Wie hat er eigentlich geopfert? Oh, The Black Knight! Wir sehen ihn doch noch, der Totenkopfritter. Damn. Das ist wirklich ein Sequel-Tease. Ach, er nimmt den Melit mit. Hm. Nam, nam, nam. Finn. falls ihr wissen wollt, was es mit dem auf sich hat, lest bitte den Manga. Oder schaut auch gern einen der Animes, nur nicht den neuesten. Wie der am Ende noch kommt und dann und njam, 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 njam. Ja, Lucky, ich hätte schon also damals dachten die bestimmt, die könnten sowas dann vielleicht nochmal machen, sowas wie Sword of the Berserk. Aber irgendwie blieb das dann einmalig. Und auch Dreamcast-exklusiv ist halt auch strange. So, was haben wir denn jetzt noch Schönes in der Pricebox? Battle Arena, oh mein Gott. Gallery. Cool. Dunteth? Ach ja, er hier. Colonel. Oh, aber so richtig viel freigeschaltet haben wir nicht. Und hier stehen auch keine Freischaltbedingungen. Movies. Opening. Holy shit. Kann man sich die ganze Story nochmal angucken. Enter the Skull Knight. Transmigration. Cool. Battle Arena. Wie viel es hier noch zum Freischalten gibt? Was zum Teufel? Ach, das PS2-Spiel war auch von Yuke's? What? Ernsthaft? Falls ich das beim letzten Mal schon gesagt habe, habe ich es wieder selber vergessen. Alright, Millennium Falcon ist ja auch von Yuke's. Ja, gut, dass du es sagst, Lucky Tricks. Das ist ja lustig. Schade, dass das dann nicht mehr bei uns kam. Aber das ist doch eine. Das ist doch keine Extra-Story gewesen. Also. Ja, genau. Covers part of the Millennium Empire Arc from the manga volumes 22 to 27. Oh, Motion Capture wurde da benutzt. Und Voice Dubbing was made with the original anime television series cast, aber halt im Japanischen. Witzig. So, was haben wir hier? Job Battle, Great Tree Nico Battle, Zod Battle. Ach, die kann ich dann einfach nochmal einzeln machen. Einfach die drei. Ne, generell, das sind einfach die Bosse, die ich hier. Bosse und Arenen. PS2-Spiel folgt dem Manga, ja, genau. Wie ich da eigentlich gerade geblockt habe, aber es war ein Gang. Boah. 54.000 Score. Wie genau der sich berechnet? Wie viele Bonuspunkte das sind? Bringt mir das irgendwas? Kann ich hier nochmal Sachen freischalten, Lucky Tricks? Weißt du, wie das Freischalten funktioniert in dem Spiel? Thank you.
Bisschen albern ist es ja schon. Und da waren noch so viele Punkte zum Freischalten. Oh. Jetzt hört aber mal auf hier. Da wollte ich eigentlich gerade die Armkennen machen. Ja, wie wenig Punkte man eigentlich bekommt fürs Kämpfen und wie viel dann für den Bonus. Was macht der hier hinten? Vielleicht liegt es ja wirklich nur am Schwierigkeitsgrad, Lucky Tricks. Und ja, Professor, selbstverständlich, das gucken wir. Summer Games Show ist fest eingeplant. Sogar wieder aus dem Studio. Ach, man hat ja hier auch nur eine bestimmte Zeit. Ist das einfach so viele in der Zeit wie möglich? Ja, wa? Respawn einfach bis dahin unendlich. Oh, das war nice. schöner Frame. Ja, das kann man jetzt machen und ansonsten, ich meine, vielleicht findet man das ja raus, ne? Sword of the... Nein, halt. Sword... Of the Berserk Unlockables. There we go. Es gibt Battle Arena, das war Normal Mode. Es gibt einen No Limit Mode, wenn wir es auf Very Hard durchspielen. Und Pack die Elf Minigame, wenn wir es auf Easy durchspielen. Beat Normal plus Difficulties more easily. Achso, nee, das ist einfach nur ein Tipp. Also es gibt eine extra, etwas, das sich extra freischaltet. Wenn wir den Easy Mode... Aber das ist doch blöd. Warum wird ich das automatisch freigeschaltet, wenn ich normal durchspiele? Dann hat er jetzt hier dann... Müsste ich jetzt hier nochmal auf Easy? Oder was? Nee, wo habe ich denn... Achso, den Schwierigkeitsgrad habe ich woanders eingestellt. Ja, ne? In den Optionen. Nope. Yes. Wir haben ja auch einmal gesaved am Ende. Ich frage mich, wo wir da jetzt wieder starten würden. Können wir uns gleich mal angucken. Easy Mode schaffst du in 40 Minuten komplett durch. Ja, das machen wir jetzt nicht, aber gut zu wissen. Ja, hier. Hard, easy, normal. Wenn ich jetzt Continue mache, starte ich einfach beim Boss. Ach so, nee, ist einfach... Starte einfach neu. Strange. Na gut, Chat. So. Ja, Nobunaga, ich finde jetzt Leaks nicht so wild. Und wenn Warner direkt sagen, dass sie Back 4 Blood zeigen, finde ich das ja eher gut, als wenn man da einschaltet und denkt, oh, was da wohl kommt. Und dann wird halt nur Back 4 Blood gezeigt. Also die Transparenz ist mir da ganz lieb. Ich glaube aber, es wird schon genug Überraschungen geben. So, Chat, das soll es dann tatsächlich gewesen sein mit Sword of the Berserk. Haben wir erfolgreich durchgespielt. Ich habe ja schon beim letzten Mal gesagt, ich habe jetzt auch dieses Spiel hier. Plasma Sword. Nightmare of Bildstein. Der Nachfolger von Star Gladiator. Vielleicht spielen wir das auch mal. Vielleicht mache ich da aber auch sowas zu, weiß ich noch nicht. Dopsy, vielen Dank für die Links. Ihr könnt uns unterstützen auf Patreon und Steady. Würde uns sehr freuen. Es gibt gerade für 5 Euro SupporterInnen auf Patreon und Steady
mein Late to the Party zu Resident Evil 4. Das könnt ihr euch da angucken, geht 20 Minuten das Video. Würde mich sehr freuen, wenn ihr uns da unterstützt. Und da bekommt ihr eben auch dieses Video und auch die Hooked on Topic Podcast zum Beispiel. Haben auch eine exklusiv für Hooked-Seite auf unserer Website, da könnt ihr das alles nachschauen. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wie es Freitag mit dem Stream aussieht, dem 18 Uhr Stream. Weil Robin ist ja da schon nicht mehr da, vielleicht streame ich dann da was, weiß ich aber noch nicht. Will ich mich noch nicht festlegen. Auf jeden Fall, ich mache nochmal meinen Kalender auf. Auf jeden Fall sind wir morgen um 20 Uhr live mit dem Summer Games Fest. Das ist die Show von Geoff Keighley, die jetzt hier kurz vor der E3 stattfindet. Da wird es sicherlich die ein oder andere große Ankündigung geben. Und planmäßig, das steht noch nicht 100% fest, aber planmäßig sind wir am Samstag live um 21 Uhr mit der Ubisoft Forward, am Sonntag um 19 Uhr mit der Microsoft E3 Show und danach mit Square Enix und auf jeden Fall auch am Dienstag um 18 Uhr mit der Nintendo Direct. Das sind die, die wir auf jeden Fall mitnehmen wollen, aber wie gesagt, dadurch, dass Robin das aus der Heimat macht und wir da noch Techniktests und sowas machen müssen, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Guilty Gear am Freitag, ja, habe ich auch schon überlegt, aber eher Virtua Fighter. Oder beides. Aber weiß ich noch nicht, vielleicht sind es mir auch zu viele Streams dann. Mal gucken, müssen wir einfach mal abwarten. Das erfahrt ihr dann auf Twitter und auf Facebook. Euch allen auf jeden Fall schon mal einen schönen Mittwoch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Freut mich, dass wir Sword of the Berserk tatsächlich so easy durchbekommen haben. Der Boss am Ende, also das Mandragora-Baby-Riesen-Vieh-Boss, der war auch spielerisch ganz okay, weil ich da mal das Gefühl hatte, ich konnte den durchschauen und mit einer gewissen Taktik rangehen. Der letzte Boss war wieder einfach nur draufhauen und es hat geklappt. Aber der sah ja mega cool aus. Also dieser Moment. Ich wünschte noch, sie hätten eine Verwandlung animiert, aber so war auch gut. Ja, schön. Freut mich. Dann kommt ihr jetzt ins Outro. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und schaut Never Dead. Wie gesagt, da machen wir heute noch Aufnahmen zu, wenn alles klappt. Bis dahin. Tschüssi. Sehen uns spätestens morgen um 20 Uhr. Ciao.